Arrow connecting. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen späten guten Morgen oder fast schon Mahlzeit und herzlich willkommen hier aus unserem Live-Webinar-Studio von Hilti in Kaufringen. Mein Name ist Henning Artmann, ich bin verantwortlich für die Geschäftsentwicklung Holzbau bei Hilti für die Region Zentraleuropa. Ich freue mich, Sie zu unserem heutigen Webinar als Teil der HCW Holzverbinder-Webinarserie ganz herzlich begrüßen zu dürfen zu dem Thema Aussteifung und Verankerung im Holzrahmenbau. Was erwartet Sie und uns in den nächsten 50 Minuten? Wir werden mit einer Einleitung zum Holzbau starten und dann die wesentlichen Planungsschritte mit Tipps und Tricks für Ihre Planung im Holzrahmenbau besprechen. Von da steigen wir ab in die Theorie zum Schubfeld und erläutern, wie ich meine Wandtafel in einzelne Tafelelemente zerlegen kann und dort den Kraftfluss berechnen kann. Wir werden dann überleiten zu Praxisbeispielen aus der Baustelle und das Webinar abschließen mit zwei konkreten Berechnungsbeispielen, wie ich meine Wandtafel verankern kann. Ich freue mich, heute mehrere Gäste hier begrüßen zu dürfen und möchte als erstes ganz herzlich willkommen heißen unseren externen Gast Markus Reimann, beratender Ingenieur und Geschäftsführer der Firma Instulz. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin gelernter Tischler, habe dann Holzingenieurwesen studiert an der Fachhochschule in Hildesheim. Danach bei der Firma Derricks Holz Leimbau gearbeitet und mich im Folgenden dann selbstständig gemacht mit einem Ingenieurbüro für Tragwerksplanung. Und während dieser Arbeit haben wir festgestellt, dass es Sinn macht, im Holzbau noch ein bisschen tiefer zu gehen und haben dann die Software Instulz entwickelt. Markus, vielen Dank für die Zusammenarbeit und schön, dass du heute hier bist. Ebenfalls angereist ist unser Holzbautechniker Markus Schneider. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Markus Schneider. Ich habe Zimmermann gelernt, meinen Holzbautechniker gemacht und ein konstruktives Ingenieurstudium hinter mir. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bei der Firma Hilti in der technischen Beratung im Holzbau tätig, im Großraum Baden-Württemberg. Und die drei großen Holzbauthemen bei Hilti sind einmal Brandschutz im Holzbau, vorgehängte hinterlüftete Fassade und das dritte Thema ist Befestigungspunkt. Alles rund um die Befestigung, dazu gehört auch der HCW. Markus, danke, dass du hier bist. Dankeschön. Zuletzt noch unseren Koordinator und hier Leiter der Technik und mit einigen administrativen Informationen an Sie, Michael Schwalm. Genau, guten Morgen, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite auch zu unserem heutigen Live-Event. Ich bin heute Ihre Stimme, deswegen ganz, ganz wichtig, wenn Sie den Vollbildmodus verlassen, haben Sie im rechten unteren Bereich drei Optionen, die ganz wichtig sind für uns heute. Einmal den Chat, der funktioniert schon super. Da haben wir viele Grüße schon bekommen aus den verschiedensten Regionen. Haben wir schon Fragen gehabt, denn wir streamen über YouTube. Deswegen, wenn Sie nicht das Live-Bild sehen, einfach unten auf Live klicken, hat man schon eine Frage und Sie sind direkt live dabei bei uns. Sie können uns hier natürlich Ihre Fragen, Ihre Kommentare, Ihre Rückmeldungen dort platzieren in dem Chat. Wir versuchen alle Fragen hier live zu beantworten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Fragenbereich. Hier sehen wir ein bisschen unter uns, können dort schreiben. Und ganz wichtig, wir haben auch noch Umfragen vorbereitet. Hier haben Sie die Möglichkeit natürlich abzustimmen und wir teilen sehr gerne dann dieses Ergebnis mit Ihnen. Ich freue mich jetzt auf ein tolles und spannendes Event gemeinsam mit Ihnen und übergebe das Wort zu euch beiden, Henning und Markus. Starten wir mit einer kurzen Einordnung zur Webinarreihe HCW Holzverbinder bei uns bei Hilti. Wir haben vor einigen Wochen die Webinarreihe gestartet mit dem Geschäftsführer Jörg Käufler von Haus und Holzbau Allgäu. Er hat als Geschäftsführer dargestellt, wieso für ihn der HCW Holzverbinder eine interessante Möglichkeit ist, seine Abläufe anzupassen, zu verbessern und wie er das bei sich im Unternehmen integriert hat, hatten wir in diesem ersten Webinar dargestellt. In diesem Webinar haben wir kurz hier diesen Ablauf aufgezeigt, der darstellen soll, wie der Holzverbinder HCW in die Arbeitsabläufe bei der Zimmerei eingreifen, beginnend mit der statischen Bemessung, der Arbeitsvorbereitung, digitaler Datenaufbereitung, die wichtig ist für die digitale Messtechnik, zum Lokalisieren der Befestigungspunkte auf der Baustelle, dem eigentlichen Setzvorgang der Dübel und natürlich abschließend der ganze Prozess mit der Haus oder generell der Gebäudemontage.
Wir starten jetzt heute, wir führen die Webinarreihe weiter mit dem Einstieg in die Tiefe, in die statische Bemessung und wollen Ihnen heute einmal darstellen, wie wir im Holzrahmenbau vom Gebäude bis zum Verankerungspunkt kommen. Ich muss dafür starten und entschuldigen Sie bitte dafür mit einer einfachen Folie. Markus, ich hatte es dir vorher gesagt, ich bin selber Statik-Laie. Ich bin zwar Werkstoffwissenschaftler, aber habe nie die Tiefen der Statik kennenlernen dürfen und musste mich vorab natürlich vor dem Webinar ein bisschen vorbereiten. Und wenn ich da versuche herauszufinden, was sind denn die Unterschiede im Holzrahmenbau gegenüber der mineralischen Massivbauweise, was sicherlich eine Frage ist, die auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer hier bewegt, die sich vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte mit dem Stahlbetonbau beschäftigt haben und jetzt mehr und mehr Holzbauprojekte bemessen müssen, hoffe ich, dass das auch Ihre Fragestellung so ein bisschen ist. Was sind denn jetzt konkret Unterschiede, Markus, die wir im Holzrahmenbau berücksichtigen müssen? Was ist da dran an der Geschichte vom bösen Wolf und den drei kleinen Schweinchen? Also die Geschichte oder die Bilder zeigen eigentlich nicht, wie gut die Baustoffe sind, sondern zeigen eher, dass die drei kleinen Schweinchen schlechte Tragwerksplaner sind. Ja. Denn hätten sie die Gebäudeaussteifung des Holzbaus richtig gemacht, hätte der Wolf lange pusten können und das Holzhaus wäre trotzdem stehen geblieben. Der Unterschied ist, sie wussten nicht, was sie tun, aber haben der Massivbau ist halt besonders schwer und überdrückt mit seinem Eigengewicht die Horizontallasten. Das heißt, im Massivbau kann ich auch oft über konstruktive Maßnahmen, sprich ich habe eine gewisse Anzahl an Wänden zur Verfügung, die Gebäudeaussteifung vernachlässigen, gerade im Einfamilienbau, also kleine Gebäude. Im Holzbau muss die Gebäudeaussteifung immer nachgewiesen werden. Es werden also die Wandtafeln inklusive der Verankerung nachgewiesen. Und dann ist es auch nicht möglich, dass, dass das passiert, was wir hier auf dem Bild sehen. Ja. Aber das heißt, ich muss eine tiefergehende Tragwerksplanung durchführen, auf alle aussteifenden Elemente achten und diese im Detail berücksichtigen. Genau. Kommen wir gleich drauf. Ja. Danke dir, Markus. Das heißt, das wollen wir mal ein bisschen aufzeigen. Wie gehe ich in der Tragwerksplanung voran, wenn ich meine Gebäudegeometrie kenne? Welche Schritte sind denn jetzt so die wichtigen Punkte, Markus, die du allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben möchtest und die helfen, einfach das Prozessverständnis hier aufzubauen? Also in erster Linie müssen wir erstmal die Lasten bestimmen. Das machen wir natürlich materialunabhängig. Das ist im Stahlbeton- und Mauerwerksbau genauso wie im Holzbau. Da ist natürlich vorrangig erstmal die Windlast, horizontale Windlast zu nennen. Dann gibt es natürlich auch in Deutschland Erdbebengebiete oder in anderen Ländern natürlich auch. Und da müssen wir eventuell Erdbeben nachweisen. Das machen wir ganz häufig, indem wir das Erdbeben mit der Windlast vergleichen. Und in vielen Fällen ist die Windlast maßgebend für die Berechnung, sodass die Erdbebenlast nicht nachgewiesen werden muss. Und dann haben wir natürlich Imperfektionen, also Schiefstellung eines Bauteils. Und da ist es so, wenn wir eine Schiefstellung eines Bauteils haben, wir haben eine vertikale Last auf das Bauteil, dann will das natürlich seitlich weggehen. Und da kann man einfach pauschal so sagen, dass wenn wir viele Schiefstellungen, also pro Geschoss Schiefstellungen haben, die immer in die gleiche Richtung gehen, dann beansprucht das die Wandtafeln besonders. Wenn wir Schiefstellungen haben, die in die eine Richtung gehen und im nächsten Geschoss in die andere, heben die sich dann in den Wandtafeln aus. Aber die wollen natürlich beide in diese Richtung und deswegen sind die Schiefstellungen dann in den Decken oder für die Bemessung der Decken relevant. Du hast das Thema Erdbeben angesprochen als außergewöhnliche Last, Markus. Was ist hier besonders am Holzbau im Vergleich zur mineralischen Massivbauweise oder zum Stahlbeton? Ja. Also mein ehemaliger Professor hat immer gesagt, stark muss nicht schwer sein. Mhm. Und der Holzbau hat einfach den Vorteil, dass er wenig Masse hat. Ja. Deswegen hat er wenig Eigengewicht, das dann in der entsprechenden Geschosshöhe in Schwingung erregt wird. Und deswegen haben wir im Holzbau eigentlich zwei Vorteile. Wir haben weniger Masse, deswegen weniger Gewicht, was schwingt. Und wir haben ja gleichzeitig eine hohe Energiedissipation. Das heißt, ein Holzbau besteht aus einer Vielzahl an Bauteilen und einer Vielzahl an Verbindungen. Und jede Verbindung kann durch Verformung gewisse Kräfte aufnehmen und dadurch die Energie des Erdbebens mindern. Okay.
Danke. Das heißt, wenn ich die Einwirkung bestimmt habe, wie gesagt, ähnliches Vorgehen wie in der membranischen Massivbauweise, dann muss ich jetzt die aussteifenden Wände definieren. Du hast uns einen Plan mitgebracht, genau, von einem Gebäude und auch die Kräfte hier nochmal dargestellt. Was gilt hier zu berücksichtigen? Was sind so typische Stolpersteine, die man lieber vorab ausräumen sollte in seiner Planung? Also in erster Linie, das ist das, was wir auch beim Einfeldträger direkt im Studium als allererstes lernen. Die statische Höhe macht natürlich wesentlich was aus. Deswegen ist es immer sinnvoll, möglichst viele Außenwände zum Lastabtrag heranzuziehen, weil sie natürlich zum Schwerpunkt der Wände einen großen Hebelarm haben. Es ist praktisch auf allen vier Seiten Außenwände zur Ausstaffung heranzuziehen, damit eben der Schwerpunkt der Wände möglichst nah an dem Schwerpunkt der Belastung liegt. Also in dem Beispiel, was wir hier auf der Folie sehen, haben wir eine Streckenlast aus Wind und da ist natürlich die resultierende immer in der Mitte. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir bei den Wänden den Schwerpunkt auch genau in diesem Punkt haben. Das haben wir in der Regel nicht, aber kleinere Exzentrizitäten, dass diese beiden Punkte möglichst aufeinander liegen, sind immer günstiger, weil das Gebäude dann nicht rotieren kann. Und was auch wichtig ist, wenn man Innenwände zur Ausstaffung heranzieht, dann sollte man eben auch den Lebenszyklus eines Gebäudes betrachten. Das bedeutet, Wände an Treppenhäusern, an Badezimmern oder Wohnungstrennwände können natürlich viel einfacher herangezogen werden, weil sie im Lebenszyklus in der Regel nicht verändert werden. Innenwände in Wohnräumen, da kann schon mal ein neuer Durchbruch entstehen oder da wird ein Raum geöffnet und solche Wände sollten dann eben nicht zur Ausstaffung herangezogen werden. Es gilt auch generell, die Windlasten sind ja in der Regel nicht so hoch, dass man wenig Wände zur Ausstaffung, also gezielt Wände zur Ausstaffung heranzieht, aber eben wenige und die dann bemisst. So kann man erstmal Verbinder sparen und kann die Lasten halt konzentriert an diesen Punkten einleiten. Ja. Das heißt, auch Wände, du hast rechts im Bild, sieht man so ein bisschen eine Wand, vielleicht klassische Bauweise heutzutage, großflächige Fenster, bodentief. Genau. Das heißt, hier habe ich eh eine Wandtafel oder ein Wandelement, was ich wahrscheinlich nicht komplett heranziehen kann. Das würdest du jetzt schon von vornherein sagen, diese Wand, wenn es geht, gar nicht erst bemessen und versuchen, mit den restlichen Wänden auszukommen? Es ist immer gut, alle vier Außenwände heranzuziehen, aber es ist wahrscheinlich nie die Option, dem Architekten zu sagen, er soll sein Fenster bitte sein Gebäude nicht zur Gartenseite öffnen und das Fenster bitte nicht bauen, damit wir Massenschwerpunkte zusammenlegen. Deswegen ist es manchmal nicht möglich, mit kleinen Exzentrizitäten zu arbeiten. Das ist auch nicht unbedingt erforderlich. Im Erdbebenfall ist es viel wichtiger. Im Windlastfall ist es halt einfach so, das Gebäude verdreht sich und erzeugt dann eben nicht nur quer zur Last eine Einwirkung in die Wände, sondern eben auch senkrecht dazu. Und das muss halt berücksichtigt werden bei der Lastermittlung. Ja. Das heißt, wenn die Wände einmal definiert sind und ich sehe, ich komme in der Bemessung dort gut mit zurecht, wie gehe ich dann weiter mit dieser Schwerpunktermittlung und dann, wie übersetze ich das dann in die konkrete Wandlast? Genau. Also wie schon eben gesagt, haben wir einmal die Horizontallast, die dann einfach auf die Wände aufgeteilt werden muss. Aber wir haben auch die unterschiedlichen Schwerpunktlagen. Das heißt, wir haben eine Rotation und die muss natürlich dann auch auf die Wandtafeln aufgeteilt werden. Wie das passiert, würden wir jetzt in 50 Minuten nicht genau erklären können. Wir würden Ihnen gerne ein Bemessungsbeispiel oder auch Informationen formeln, wie Sie dann im Prinzip die Lasten auf die Einzelwände verteilen, als Dokumentation zur Verfügung stellen, um dann einfach einen genauen Fahrplan zu haben, wie man dort vorgeht. Ja. Das würde uns auch zur ersten Umfrage bringen. Wäre genau dieser Vorschlag von Herrn Reimann, wäre das für Sie im Publikum interessant, hier eine Dokumentation zu erhalten, die diesen Schritt nochmal detailliert erläutert und der Ihnen im Nachgang zum Webinar zugesendet werden kann? Bitte einfach mit Ja, Nein im Umfragefenster darauf antworten. Danke. Nehmen wir also an, wir haben jetzt die Wandlasten hergeleitet im Detail, Markus. Wie sieht es jetzt konkret aus? Wie gehe ich mit meiner Wandtafel jetzt um und übersetze diesen Kraftfluss jetzt weiter? Also wir sehen schon die vertikale Last an der Kopfrippe. Die Kopfrippe läuft durch und es gibt aber auch Fenster und Türöffnungen. Diese Bereiche, die würden wir zum Lastabtrag nicht heranziehen. Dann bleiben im Prinzip drei Wandscheiben übrig.
Die Wand rechts neben der Türe ist relativ schmal. Deswegen nehmen wir die nicht zum Lastabtrag heran. Wenn man das vereinfachte oder das Verfahren berechnet, darf man sowieso, dann muss die Breite der Wandtafel mindestens ein Drittel der Wandhöhe betragen. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, eine Geschosshöhe von 3 Metern, dann müssten wir mindestens eine 1 Meter breite Wand haben. Wenn wir schmaler sind, dann müssen wir die Kopfverformung eben berücksichtigen, dann wird der Berechnungsaufwand größer und es ist auch nicht zu empfehlen, weil die Last natürlich relativ klein ist, die von so einer Wandtafel aufgenommen werden kann. Aber hier hätten wir zum Beispiel 2 Möglichkeiten, die Wandtafel 1 und 2 zum Lastabtrag heranzuziehen. Es kann aber auch sein, wenn die Last kleiner ist, dass wir uns einfach nur entscheiden, zum Beispiel die Wandtafel 2 zu benutzen. Ja. Die ist etwas gedrungener als die Wandtafel 1, hätte also gewisse Vorteile, also geringere Kräfte in den Randrippen. Und wenn wir nur eine Wandtafel heranziehen, können wir uns natürlich 2 Zuganker und entsprechende Schubanker sparen. Genau. Also ich schaue einfach, was möglich ist aufgrund der Wandtafelgeometrie. Je weniger Wandtafeln ich auskomme, umso vorteilhafter für die Planung und später auch natürlich für den Montageablauf. Und genau, gewisse Wandteile sozusagen würde ich dann von vornherein eigentlich ausschließen, solange ich es statisch begründen kann. Sehr gut. Was passiert dann konkret, wenn wir jetzt hier diese Wandtafel in diese einzelnen Elemente oder die Wandtafel 1 und 2 unterteilen? Wie sieht da jetzt konkret das Schubfeld aus und wie ist der Kräftefluss hier drin? Also beim Tafelbau oder bei der Rahmenbauweise ist es so, wir haben ja den Rahmen und dann haben wir die Beplankung und die müssen wir irgendwie zusammenbringen. Das machen wir über Verbindungsmittel, üblicherweise sind das Klammern oder Nägel. Mhm. Und als allererstes haben wir die Last in der Deckenscheibe oder im Dach und die muss natürlich dann irgendwie in die Wand kommen. Die ist als erstes natürlich in der Kopfrippe und muss dann über eine kontinuierliche Anordnung von Verbindungsmitteln in die Beplankung übertragen werden. Man sieht in der Zeichnung, dass die Normalkraft im Laufe der Zeit eben abnimmt, bis sie dann eben auf Null ist. Dann ist die gesamte Last in der Beplankung drin. Und im zweiten Step müssen wir das, was wir oben einleiten, natürlich in der Fußschwelle auch wieder ausleiten. Das heißt, da kehrt sich im Prinzip die Richtung einfach nur um. Die Last aus der Beplankung muss halt wieder in die Fußrippe und die Fußrippe wird dann eben auf Schub, also gegen Gleiten, verankert. Jetzt haben wir natürlich eine Geschosshöhe und über die Geschosshöhe haben wir natürlich einen Moment, weil die Wandtafel natürlich kippen will. Mhm. Und das Kippen, dafür nutzen wir die Randrippen. Und das machen wir eben so, dass wir einfach über die wieder kontinuierliche Verbindung der Beplankung an den Randrippen, die Lasten langsam in die Randrippe einleiten. Wir sehen an den Randrippen, am Kopf ist noch keine Last und die konzentriert sich immer weiter oder wird immer größer, umso weiter wir nach unten gehen. Und das ist halt wichtig. Der Schubfluss ist immer gleich, der ist immer die Horizontallast geteilt durch die Tafellänge, an allen Plattenrändern gleich. Deswegen brauchen wir immer den gleichen Klammerabstand, die gleiche Anzahl an Verbindungsmitteln, sowohl horizontal als auch vertikal. Was halt wichtig ist, das müssen wir uns für später merken, dass wir eben auch in den Randrippen Lasten konzentrieren. Das heißt, unten das ist dann später für die Verankerung wichtig. Ja. Kritischer Punkt sozusagen unten im Fußrippenbereich, wie ich hier sauber die Wandtafel an sich bemesse, als auch die Verankerung. Kommen wir doch schließen wir erstmal das Beispiel Schubfeld und Wandtafel vielleicht ab, Markus. Also du hast das gerade nochmal dargestellt, wir wollen gegen Kippen und Gleiten die Wand sichern. Welche anderen Nachweise müsste ich denn jetzt erstmal für die Wandtafel als Bauelement an sich noch erbringen? Ja, also zum einen haben wir die Beplankung, die möchte natürlich beulen. Mhm. Dafür ist im Prinzip der Rahmen da. Ne? Einmal die äußeren Rippen und auch die Innenrippe sorgt dafür, dass die Beplankung nicht beulen kann. Dann haben wir natürlich die Verbindungsmittel, die dann wir nachweisen müssen, dass die Kraft einfach auch aufgenommen werden kann und in die Beplankung eingeleitet werden kann. Genau, die Verbindungsmittel im Sinne von Klammern, Nägeln, die jetzt auf das Spielwerk. Okay. Ja. Und am Ende müssen wir natürlich auch die Zugverankerung und das Gleiten, also die Schubverankerung in den Baugrund nachweisen. Wir haben auf Instools ein Holztafelbaumodul entwickelt,
was diese Nachweise führt, detailliert auflistet, welche Nachweise erforderlich sind, mit allen Formeln, auch mit den Querverweisen zur Literatur, also beziehungsweise zum Eurocode. Und dieses Beispiel kann kostenlos also heruntergeladen werden, aber das Modul kann auch entsprechend genutzt werden, um das halt individuell nachzuweisen und dann eben auf die Bedürfnisse des Projektes anzupassen. Ja. Ich schaue mal rüber zur Koordination hier. Michi, gibt es schon erste Fragen im Chat, die zum Thema passen? Genau, wir haben die ersten Rückmeldungen schon bekommen, aber bevor ich da einsteige, schulde ich natürlich uns hier im Studio meine Antwort und Ihnen. Also wir haben von der Umfrage mit 76% Ja bekommen für das Thema Wandtafeln. Das einfach mal hier für euch zur Information schon mal von der Abstimmung der ersten Umfrage. Und wir haben Fragen bekommen vom Tobias und von Max, da geht es darum, können wir Ihnen die Unterlagen zukommen lassen? Genau, dafür haben wir schon eine Umfrage vorbereitet. Perfekt, die ziehen wir einfach gleich vor. Ich spiele sie jetzt gleich ein. Sie können einfach abstimmen für Ja. Dann lassen wir Ihnen sehr gerne die Unterlagen zukommen nach dem Webinar. Und dann die Frage noch bezüglich der Aufzeichnung. Wir zeichnen dieses Webinar auf, stellen es anschließend auf unserem YouTube-Kanal natürlich für Sie in Österreich, der Schweiz und Deutschland zur Verfügung und verlinken es auf der Webseite. Und Fragen haben wir sonst momentan noch keine, aber Markus, du hast bestimmt eine Frage. Ich habe eine Frage zum Schubfeld, Dankeschön. Ja. Ich sehe ganz oft auf der Baustelle oder werde gefragt, ob in diesem Schubfeld quasi, das ich zur Aussteifung benutze, ob da im Plattenstoß quasi in der Beplankung auch horizontale Stöße zulässig sind. Also horizontale Stöße sind generell zulässig. Das vereinfachte Verfahren beschränkt das auf einen horizontalen Plattenstoß, der aber schubsteif hinterlegt werden muss. Also das heißt, dahinter sitzt dann auch nochmal ein Holz, auf dem auch die Beplankung entsprechend verklammert ist. Man könnte rein theoretisch auch mehrere Stöße machen, muss dann aber die Verformung der Beplankung oder der Wandtafel nachweisen. Das ist etwas aufwendiger. Und umso mehr Stöße da sind, umso weicher wird die Platte. Also es ist nicht zu empfehlen, ein horizontaler Plattenstoß, das sollte man sich im Prinzip merken, aber es ist immer vorteilhaft, auch in der Vorfertigung heutzutage mit großformatigen Beplankungen zu arbeiten. Man hat geringere Verformungen generell und auch nachher die Ausbaugewerke, Gipskartonplatten oder andere Anwendungen sind natürlich dann einfacher. Okay, vielen Dank. Danke, Markus. Das heißt, lass mich nochmal versuchen, Markus, zusammenzufassen. Wir haben eine Wandtafel, die wir jetzt bemessen haben, in all ihren Details im Holzrahmenbau. Und prinzipiell will diese Wandtafel einmal eine Kippbewegung durchführen, aber auch ein Gleiten, was einer Schublast letztendlich entspricht. Genau. Fangen wir mal an, wie bringe ich diese Kräfte sauber in den Untergrund? Wie kann ich die sozusagen die Wandtafel sichern und hier sauber verankern? Ich möchte noch mal kurz die beiden Produkte vorstellen, die wir hierfür im Portfolio haben, bei dem Hilti HCW Holzverbinder. Das ist das erste, was Sie oben rechts sehen, der HCWL Zuganker. Ein Produkt, was über eine Lasche am Stiel vernagelt wird, mit verschiedenen Nagelbildern auch unterschiedliche Kräfte übertragen kann und typisch für die HCW Holzverbinderfamilie unten den Klemmmechanismus hat, der dann auf das M12er Gewinde zum Beispiel vom HSC3 Spreizanker greift. Wenn ich in die reine Schubkraft gehe, also unten die Fußrippe dann verbinden will mit entweder dem Beton oder mit der Geschossdecke, da kommt dann der Hilti HCW zum Einsatz als Hülse mit Außengewinde, das in die Schwelle reingeschraubt wird und wie gesagt als Gegenstück greift dann der M12er Dübel. Und darauf sitzt dann der Verbinder ein und wird dort so aufgesteckt. Das sind erstmal die beiden Produkte an sich, die sozusagen das Verschieben oder Bewegung von der Wandtafel verhindern und die saubere Verankerung sicherstellen. Wir haben noch einen Code hier eingeblendet, einen Auszug aus dem Eurocode 5, weil genau dieses Thema Zugverankerung und wir haben gerade den Kräftefluss beschrieben, Markus, ein kritisches Thema ist. Was gilt es hier nochmal ganz konkret zu berücksichtigen? Ja. Also wir haben vorhin im Beispiel gesehen, dass wir konzentriert Lasten aus Kopfrippen und Fußrippen ein- und ausleiten und aber auch die Randrippen dafür heranziehen. Also Lasten konzentriert in Randrippen einleiten. Die Norm sagt allgemein dazu, dass wir gegen Kippen und Gleiten die Bauteile sichern müssen.
Wenn wir das vereinfachte Verfahren rechnen, wo wir eben nicht die Verformung berücksichtigen müssen, dann ist da sogar explizit dargestellt, dass eben die Zugverankerung der Randritten unmittelbar in den Baugrund erfolgen muss oder in das nächste Geschoss. Und das zeigt eigentlich auch die Wichtigkeit, dass wir nicht einfach ohne Zugverankerung einer aussteifenden Wandtafel realisieren können. Und die Verankerung, hier genannt hier konkret im Text, N-Verankerung, also ganz konkret Verbindung über den Riegel und dann direkt. Genau, sonst haben wir diesen Reißverschlusseffekt. Ja. Genau. Reißverschluss sprichst du an. Ich würde gerne kurz rüberleiten zu Markus, der hat schon was vorbereitet. Markus aus der Praxis. Du zeig uns doch bitte das anschauliche Beispiel, wie das zu verstehen ist. Genau, ja. Ich habe hier mal so eine Holzrahmenbauwand vorbereitet. Wir haben ja gehört, dass quasi von der Seite die horizontale Last kommt. Die wird hier in den seitlichen Stiel eingeleitet. Und was passiert, wenn ich die Kraft hier aus dem Stiel nicht direkt veranker? Es kann natürlich passieren, dass die einzelnen Klammern abreiße. Und dann habe ich diesen Effekt hier. Das heißt, die Wand versagt, die Schwelle ist noch unten an der Bodenplatte dran, aber die Last muss halt direkt eingeleitet werden. Ja. Genau. Und Henning, seine Kinder können heute nicht malen, denn er hat den Block von ihnen geklaut. Nein, wir haben auch die nächste Frage, die würde ich jetzt gleich mitnehmen. Da vielen Dank von Michael. HCWs in Erdbebenzonen 3 zulässig? Mit der Frage wieder zu euch beiden zurück, Henning und Markus. Genau, Markus, willst du sie nehmen? Oder wir hatten auch schon im ersten Webinar heute Morgen darüber gesprochen. Fangen wir vielleicht erstmal an mit statischen Ersatzlasten. Genau. Also die Erdbebenlast, also üblicherweise vergleichen wir Erdbeben mit Wind. In Erdbebenzone 3 haben wir natürlich eine höhere Beschleunigung. Das heißt, da macht es Sinn, das Erdbeben entsprechend nachzuweisen, weil und da ist Hilti gerade dran, seismische Versuche zu machen am Verbinder, dass man einfach auch seismische Lasten berücksichtigen kann, dass wir eben nicht über die statische Ersatzlast rechnen, sondern dass wir dann auch die Erdbebenlast im Detail berücksichtigen können. Genau, also Stand heute eine Berechnung über die statischen Ersatzlasten möglich. Ist dann immer ganz je projektspezifisch, wie wirtschaftlich das ist, wie viele Verbinder dann zum Einsatz kommen müssen, um höhere Lasten abzutragen. Aber genau wie du gesagt hast, Markus, wir sind an weiterführenden Versuchen gerade dran und werden hier in den nächsten Wochen Unterlagen bereitstellen können, um die Bemessung in Erdbebenzonen auch nochmal konkreter und verbessert mit dem HCW-Portfolio durchführen zu können. Gibt es weitere Fragen, Michi? Ich sehe gerade, dass Joes, wenn man es richtig spricht, tippt. Günther tippt, deswegen ich warte noch kurz. Momentan haben wir keine offenen Themen. Okay, dann machen wir mal erstmal weiter. Nochmal mit einem anschaulichen Bild. Markus, du hast hier was vorbereitet. Wir hatten jetzt vorhin das ganze Wandelement besprochen. Wir sehen wieder die beiden Wandtafeln, die du vorhin aufgezeigt hattest und jetzt mit den integrierten Verbindern. Was willst du hier noch dem Publikum hier weiterhin mitgeben? Genau, jetzt haben wir die Wandtafel im Prinzip zur Ausstaffung herangezogen, die beiden Wandtafeln. Man kann halt jetzt die Verankerung in den Baugrund sehen oder in das Geschoss unten drunter. Man sieht eben die Zugverankerung der Bauteile und die Schubverankerung über den HCW. Links neben der Türe ist eben dieses schmale Element, das haben wir eben nicht zur Ausstaffung herangezogen, deswegen sind da keine Zuganker angeordnet, die brauchen wir da nicht. Da ist dann nur ein Schubverbinder, aber eben konstruktiv, weil natürlich die Schwelle im Türbereich später rausgeschnitten wird. Die ist nur für Transportzwecke erforderlich. Und dann muss dieses Wandstück natürlich gehalten sein. Alle anderen Verbinder sind halt statisch erforderlich und dieser eine ist eben dann noch konstruktiv zu berücksichtigen. Ja. Danke dir, Markus. Das heißt, hiermit würde ich auch dann in die Arbeitsvorbereitung, in die Planung gehen können, die Elemente durch den Abbund bringen, die Verbinder einbauen und dann muss ich sozusagen auf der Baustelle sicherstellen, dass die Verbinder auch passend gesetzt werden. Wie sieht das ganz konkret aus und welche Anwendungsfälle haben wir mit dem System? Wir haben prinzipiell zwei Verankerungsmöglichkeiten. Das eine ist die Holz-auf-Beton-Verbindung, sprich meine Wandtafel wird auf der Bodenplatte, auf dem Kellergeschoss verankert. Hier ist es wichtig, dass das System gleichzeitig die Unebenheiten des Betons ausgleichen kann. Deswegen links im Bild auch nochmal dargestellt eine Mörtelschicht, die wir üblicherweise sehen zwischen der Schwelle und dem Beton. Und rechts haben wir prinzipiell das Bild ab dem ersten Obergeschoss aufwärts, wenn ich eine Wandtafel dann mit der Geschossdecke aus Holz verbinde. Welche Systeme kommen jetzt hier prinzipiell zum Einsatz? Ich hatte Ihnen vorhin die beiden HCWs, also den Zug- und Schubanker, kurz vorgestellt. Wenn ich jetzt in die Betonverbindung gehe,
Dann ist das Gegenstück ein M12-Dübel. Das kann hier ein HSC3 Spreizanker sein. Hier dargestellt schon mit zwei Muttern. Die untere Mutter dient der Befestigung des Dübels im Untergrund. Das heißt, ich muss den mit dem richtigen Moment anziehen. Und über die zweite Mutter nivelliere ich das ganze System und kann damit die Wandtafeln unmittelbar auf die richtige Höhe stellen. Wenn ich Untergründe habe, wo extrem enge Randabstände wichtig sind, zum Beispiel bei Aufkantungen, dann kann es auch sein, dass ich M12-Gewindestangen mit einem chemischen Dübelsystem einbinden muss, zum Beispiel mit dem Hilti Hit HY200. Das wären so die möglichen Anwendungen im Untergrund Beton. Wenn ich in die Holz-zu-Holz-Verbindung gehe, bleibt es bei dem M12-Gegenstück für das HCW-System und habe dann hier jedoch eine Stockschraube mit hoher Festigkeitsgüte des Stahls, wo ich oben das metrische Gewinde habe, um den Verbinder zu greifen, und auf der Unterseite das Holzgewinde, was dann zum Beispiel in die Geschossdecke eingedreht wird und dann wiederum als Gegenstück zum HCW-Verbinder agiert. Wie sieht das ganz konkret in der Praxis aus? Mal zwei Beispielbilder hier auf der Folie. Links sehen Sie eine Baustellensituation auf der Bodenplatte. Ein Wandelement wird gerade gesetzt. Im Vordergrund sehen Sie noch zwei von den HSC3-Dübeln mit den gerade angesprochenen zwei Muttern. Man sieht sehr schön, die Muttern sind nivelliert in einer Höhe, sorgen also dafür, dass die Wandtafel nicht nur an der richtigen Stelle sitzt, sondern auch unmittelbar im Wasser ist. Weil die Wand unmittelbar im Wasser ist, sehen wir ein Bild wie rechts, wo wir jetzt auf die Kopfrippe oder auf das Rähm schauen der Wandtafel. Und dort sehen Sie an vereinzelten Stellen die Stockschraube, die jetzt auf der Baustelle eingedreht worden ist. Und jetzt wartet quasi, wie man vom Ablauf her sprechend, wartet die Wandtafel jetzt darauf, dass das hölzerne Deckenelement kommt. In dem Deckenelement sind die HCW-Verbinder integriert und greifen dann in die eingedrehten Stockschrauben. Das als erster Einstieg in die Praxis, um es ein bisschen anschaulicher zu machen. Markus, willst du vielleicht rüberkommen, meinen Platz einnehmen? Wir warten noch, bevor wir den Wechsel machen, bevor wir Markus einwechseln, denn wir haben einige Fragen jetzt bekommen. Wir nehmen uns kurz Zeit, wollen die jetzt beantworten und dann gehen wir gleich in den Wechsel und wechseln dich ein, Markus, hier. Genau. Die Frage von Thomas. Ich verstehe den Zuganker nicht. Was sitzt im Beton, was im Holz? Sehr gute oder schöne Frage, vielen Dank. Beim Zuganker, wie gesagt, haben wir das Produkt, also den HCWL. Dieser Verbinder sitzt vollständig im Holz. Wir werden es auch gleich grafisch nochmal sehen auf der Inchtools-Oberfläche. Der Verbinder, ich weiß nicht, ob wir es auf dem Bild sehen können, ist einerseits über die Lasche am Riegel verbunden. Er wird vernagelt, je nach statischen Anforderungen, mit einer gewissen Anzahl an Nägeln. Und sitzt unten bündig zur Schwelle. Also die Tischoberkante ist quasi die Holzschwelle, wenn Sie es jetzt hier so vorstellen können. Und der Verbinder sitzt bündig zur Schwellenunterseite und ist dementsprechend komplett im Holz verbunden. Markus, danke, du kommst gerade her. Auf der Betonseite sitzt jetzt natürlich der Spreizanker zum Beispiel, HSC3. Und ist im Beton eingegraben. Dein Finger wäre jetzt hier schon vielleicht das Mörtelbett, weil das hier oben die zweite Mutter ist. Und jetzt käme das Wandelement inklusive dem Verbinder runter, wird auf das M12er-Gewinde aufgesetzt und rastet dann ein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Finger. rastet auf der Mutter ein und damit sitzt die Wandtafel in der richtigen Stelle und direkt im Wasser. Genau, super. Dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. José, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus dem Vornamen. Ist die Anzahl der Geschosse normativ begrenzt? Ich starte vielleicht mal, Markus, wenn es für dich in Ordnung ist. Ja. Ich glaube, normativ erstmal nicht begrenzt. Natürlich steigen die statischen Anforderungen mit der Anzahl der Geschosse. Wir bekommen dann Themen wie Flächenpressung, glaube ich, rein, die mit zu berücksichtigen sind. Markus, wie siehst du das? Holzrahmenbau und Geschossanzahl? Also mit der steigenden Anzahl an Geschossen haben wir natürlich auch mehr Angriffsfläche für den Wind. Die Windlast wird einfach größer, Schiefstellungen müssen auch mit berücksichtigt werden, gegebenenfalls Erdbeben. Das heißt, die Kräfte werden an und für sich größer. Und dann, je nachdem, wie groß die Kräfte sind, kann es sein, dass eben die Verbinder nicht mehr ausreichend sind, um die hohen Kräfte aufzunehmen oder dass man zu viele davon braucht. Aber prinzipiell kann man damit jede Geschossigkeit herstellen. Ja.
Es ist halt nur die Frage, für welches Lastniveau sozusagen der Verbinder dann eben ausgelegt ist. Ja. Aber die statischen Werte sind alle in Instools hinterlegt oder auch in der natürlich ETA. In der Zulassung. Ja. In der ETA. Genau. Gibt es weitere Fragen? Eine Frage würde ich noch mit reinnehmen, dass wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben viele Fragen bekommen. Wir nehmen uns natürlich im Nachgang Zeit und werden die alle beantworten für Sie. Günther hat uns die Frage gestellt, muss der Anker direkt am Pfosten angeschlossen werden oder kann eine zum Beispiel OSB, also Platte, an Zwischenlage vorhanden sein? Das ist eine sehr schöne Frage und ist auch genau der Vorteil aus unserer Sicht für das HCW-System. Wir sind, wenn man es bild, oder ich springe noch mal kurz zurück, vielleicht ist es anschaulicher. Hier auf der Darstellung sieht man, wo die Anker oder also wo der HCW und der HCWL sitzt. Üblicherweise unten zentrisch in der Schwelle. Je nach Schwellentiefe ist auch eine andere Positionierung möglich, solange die Randabstände im Holz berücksichtigt werden. Das sieht man in der europäischen technischen Bewertung, in der Zulassung oder auch in unserem Handbuch. Aber einerseits ist der HCW, also der Schubanker, ist direkt in der Schwelle und der Zuganker, der HCWL, so wie er hier dargestellt ist, wird ja mittig im Riegelwerk positioniert. Das heißt, die Beplankung, ob sie jetzt OSB, Fermacell oder andere Plattenvarianten sind, die ist gar nicht vom Verbindungssystem sozusagen beeinträchtigt. Ich bin unmittelbar am Stiel befestigt und kann danach schön die großformatige Platte anbringen mit all den statischen Vorteilen, die wir auch gerade schon besprochen haben. Und da es sich ja um ein Stecksystem handelt, können die Verbinder ja schon im Werk angebracht werden. Das heißt, auf der Baustelle das Vernageln und so weiter, das fällt ja weg. Das heißt, wir müssen ja gar nicht mehr ein Gefach öffnen, um einen Verbinder anzuordnen oder ihn von außen anzuordnen. Wir können das ja im Werk, solange das Bauteil im Prinzip auf dem Tisch liegt, alles vernageln und haben dann eben auf der Baustelle diese Arbeiten nicht mehr. Aber das wird gleich ja nochmal detailliert gezeigt. Also wir hatten es auch, glaube ich, vorhin auf dem Bild so ein bisschen gesehen. Es kommen vollständig geschlossene Wandsysteme, solange der Zimmereibetrieb dafür qualifiziert ist, können hergestellt werden, also sehr hoher Vorfertigungsgrad und gehen damit direkt auf die Baustelle. Ich glaube, bei Baustelle, Markus, da bist du tagtäglich. Was siehst du da draußen? Ich glaube, wir tauschen mal. Genau. Ihr beide tauscht und Henning kommt zu mir. Wir machen uns nochmal einen Überblick Ihrer Fragen. Sie können uns weiter Ihre Fragen stellen und wir kommen später natürlich darauf zurück. Somit das Wort zu dir, Markus. Ja, danke schön. Ja, ich habe mal ein paar Bilder von der Baustelle mitgebracht. Was sehe ich da tagtäglich? Also ein Problem auf der Baustelle ist auf alle Fälle, dass die Leute der Witterung ausgesetzt sind, dass es auch schwierig ist, exakt nach dem Statikplan die Winkel und die Schubverbinder quasi anzuordnen. Das heißt, ich habe immer eine leichte Abweichung von Baustelle zu statischer Berechnung. Ist einfach schwierig. Und rechts an dem Bild sieht man auch, dass quasi die Wand schon wartet. Und aber die Leute müssen auf der Baustelle noch Vorbereitungen machen. Das heißt, ich habe hier eine Pause quasi für einen Großteil von den Leuten. Das heißt, der Kran wartet, die Leute warten und ich bin relativ, ein großer Zeitaufwand auf der Baustelle. Genau, dann die nächste Folie, was ich mitgebracht habe, ist quasi, was bieten wir an Mehrwert mit unserem System? Ganz klar, ich kann quasi viele Leute kommen auf die Baustelle und jetzt muss es ruckzuck gehen, kann ich quasi vorlagern. Das heißt, ich tue digital abstechen quasi. Ich bringe den 3D-Plan anhand dem Tachymeter, kann ich das quasi auf der Baustelle einmessen. Das heißt, so wie ich es gezeichnet habe, so wie ich die statische Berechnung gemacht habe, so sind dann auch später die Schwerlastanker angeordnet. Das heißt, meine Baustelle passt exakt zur statischen Berechnung. Und die Anforderungen an die Baufirma, die das macht, ist gar nicht so hoch. Es können auch Mitarbeiter, also den Tachymeter, können auch Mitarbeiter kurz vor der Rente bedienen. Wir sagen immer Ein-Mann-Station, das heißt, ich kann mit einem Mann auf die Baustelle und er kann in Ruhe die Anker setzen. Das muss nicht unmittelbar vor Montage sein. Wenn die Bodenplatte schon fertig ist, kann ich das natürlich dann auch ein, zwei Wochen vorher ganz entspannt machen. Genau, dann kommt die Wand auf die Baustelle, das heißt, ich bin super schnell und super zügig. Meine Positionen passen schon ganz exakt und ich kann quasi, der Flaschenhals wird der Kran. Das heißt, die Wand kommt, ich schaue nochmal durch, quasi
passen alle Verbinder, stehen alle HST senkrecht zum Beispiel. Und auch von der Toleranz quasi, das kann ich hier nochmal zeigen anhand von dem Beispiel. Die Frage zu der Toleranz ist natürlich, ich kann quasi die HST, die kann ich anhand mit einem Tachymeter Millimeter genau setzen. Auch die HCW-Hülse habe ich quasi mit der Abundmaschine Millimeter genau gesetzt. Das heißt, das wurde von der Maschine Millimeter genau gemacht. Auf der Baustelle konnte ich Millimeter genau einmessen und es passt dann exakt zusammen. Und falls es nicht der Fall sein sollte, haben wir quasi hier unten noch eine Anschräge. Das heißt, einen Bereich von 3 bis 5 Millimeter können wir da schon ausgleichen auf der Baustelle. Aber bis jetzt sind da noch keine Probleme entstanden. Genau. Und ein weiterer Vorteil von dem System ist natürlich, dass ich, sobald ich die Wand ablasse und der Klickverbinder hat, bin ich ab dem ersten Moment 100% statisch verankert. Genau. Und wie so eine Berechnung jetzt aussieht, würde ich einfach vorschlagen, machen wir mal 2, 3 Praxisbeispiele. Genau. Markus, kannst du da was dazu erzählen? Also wir haben das schon mal ein bisschen vorbereitet. Wir haben uns schon bei Instools eingeloggt. Das Bemessungsmodul HCW ist natürlich kostenlos, steht das zur Verfügung. Die Projektverwaltung kann genutzt werden. Wir starten jetzt einfach mit der Projektverwaltung, um einfach gewisse Randparameter nicht eingeben zu müssen. Wir öffnen einfach mal den HCW-L. Das ist der Verbinder. Sie können natürlich auch im Modul andere Verbinder auswählen wie den HCW. Sie können entscheiden, ob das Bauteil in der Plattenmitte an einem Wandkopf sitzt, zum Beispiel auf einer Stahlbetonaufkantung oder eben hier an der Kante. Je nachdem, was Sie oben wählen, wird eben Ihnen eine entsprechende Darstellung des Verbinders gezeigt. Sie haben die Möglichkeit, hier die Dimension des Holzbauteils und des Betonbauteils zu definieren. Im unteren Bereich finden Sie den Verbinder, also den HCW-Verbinder inklusive des Bolzenankers. Mhm. Und unten kann dann die Last eingegeben werden und Sie sehen einfach das Bemessungsergebnis. Mhm. Ganz unten ist dann nochmal eine Zusammenfassung der Bemessungsergebnisse aufgeführt, sodass Sie sehen können, welcher Nachweis jetzt maßgebend wird. Haben wir zum Beispiel die Situation, dass wir einen geringeren Randabstand haben, also der Abstand des Ankers zur Betonkante, was ja durchaus sein kann, zum Beispiel muss eine Perimeterdämmung gesetzt werden, wir müssen ein bisschen verspringen, dann machen wir mal den Minimalabstand von 55 mm rein und stellen fest, oh, der Nachweis ist nicht erfüllt. Jetzt können wir uns hier angucken, was ist denn das eigentliche Problem? Das Problem ist Betonversagen. Dann wäre zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt einfach die effektive Verankerungstiefe zu erhöhen. Okay, dann kommen wir von 14% Auslastung jetzt auf 8% Auslastung. Das reicht immer noch nicht. Entweder vergrößern wir jetzt nochmal den Randabstand. Wenn das nicht möglich ist, könnte man mit einem Klebedübel arbeiten. Der hat halt keine Spreizkräfte. Dann setzen wir jetzt mal ein Verbunddübel ein und stellen fest, der Nachweis ist jetzt erfüllt. Also alle Nachweise sind erfüllt. Es zeigt ein Grün an, dass alles in Ordnung ist. Wir klicken auf PDF und jetzt wird im Prinzip der Ausdruck generiert und prüffähig zur Verfügung gestellt. Das ist eine PDF-Datei, können Sie sich natürlich auch im Projektordner ablegen. Als allererstes sehen Sie natürlich den Verbinder, die eingesetzten, also die Betongüte und was Sie im Prinzip an Bauteilen definiert haben. Und dann kommen die Nachweise, die sind alle in prüffähiger Ausfertigung hier dargestellt mit allen Formeln, die es halt in den Eurocodes entsprechend gibt. Es gibt auch immer einen Verweis auf der rechten Seite, welche Gleichungsnummern hier gerade verwendet werden, damit Sie die Möglichkeit haben, das auch nachzuvollziehen. Und am Ende finden Sie dann einfach nochmal eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Und hier kann ich immer nur ermutigen, wenn Sie sehen, okay, ein Nachweis ist überschritten, dass Sie einfach in diesem Bereich angucken, sagen wir mal, ein Spaltversagen wäre überschritten, dann sehen Sie hier die Formel und können halt sehr schnell feststellen, okay, hier steckt zum Beispiel ein H-Effektiv drin. Wenn ich die Verankerungstiefe also vergrößere, wird dieser Wert größer oder kleiner und so kann ich auch eine Verbindung, die vielleicht scheinbar überlastet ist, wie wir es gerade hatten mit den 114%, nur mit Veränderung der Dübeltechnik noch so
im Prinzip beeinflussen, dass wir eine 100% Auslastung haben, sodass der Verbinder passt und einfach auch die Anzahl der Verbinder reduziert werden kann. Ja, das ist natürlich sehr schön. Also bei manchen Statikprogrammen ist ja so, dass man irgendwas eingibt und dann steht unter, ja, Nachweis wurde geführt, wurde erreicht. Und aber es ist eine Blackbox und ich sehe nicht genau, was gerechnet wurde. Und das ist natürlich hier wunderschön gelöst. Das heißt, ich habe meine Formel, wo kommen die her aus dem Eurocode und was sind die Werte, die die Formel quasi beeinflussen. Genau. Und wunderbar. Wir betrachten immer die Verbindung als Gesamtes. Das heißt, wir weisen nicht nur den Verbinder und die Nagelanzahl nach, sondern eben auch die Nachweise im Beton. Betonversagen, Spalten etc. und so weiter, sodass Sie mit einer Bemessung direkt alle Nachweise erschlagen haben. Sie müssen nicht nochmal extra ein Dübel nachweisen, in ein weiteres Programm gehen. Das spart natürlich viel Zeit im Ingenieurbüro und ist natürlich auch auf der Baustelle dann nachher interessant, weil Sie können die Software auch auf Ihrem Smartphone öffnen, wenn Sie zum Beispiel den Fall haben, dass ein Schubverbinder, dass es irgendwelche Probleme gibt, können Sie einfach gucken, kann ich vielleicht auf einen Schubverbinder verzichten? Und so können Sie auf der Baustelle relativ schnell überprüfen, ob das dann statisch immer noch in Ordnung ist. Genau, sehr gut. Also das wäre es von unserer Seite zum Berechner vom HCWL. Da würde ich einfach mal rübergeben. Sind Fragen zum HCWL? Ich würde sagen, nicht nur eine, Henning. Henning kam zu mir, hat sich meinen Laptop geschnappt und tippt seitdem. Deswegen, ich habe nur überflogen hier. Ich glaube, was vielleicht wichtig ist, was wir vorziehen können, ist, wir haben ja eine Umfrage vorbereitet auch, weil wir jetzt sehen, die Fragen gehen sehr in die Tiefe. Wenn Sie hier Unterstützung brauchen von unserer Seite, wenn Sie sagen, Sie haben bestimmte Projekte oder Themen zu diesem heute genannten Thema, wo wir uns jetzt gerade beschäftigen, dann können Sie hier ja abstimmen. Dann wird sich unser Team natürlich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Und Henning, du kannst ja, wie gerade, wo wir uns abgestimmt haben, die Hauptfragen mit uns allen teilen, die am wichtigsten waren. Genau, ich würde mal gerne einen Punkt aufgreifen, der hier gefragt wurde, weil es hängt damit zusammen, wie das System insgesamt funktioniert. Also gar nicht die Tiefen der Statik, sondern ein bisschen konstruktiv und vielleicht statische Frage. Wie wird der Schub im Schubverbinder übertragen, wenn die Bohrungen plus minus 3 bis 5 mm Ungenauigkeit aufnehmen können? Überreibung? Fragezeichen. Ich weiß nicht, Markus, willst du es kurz erklären oder einfach nochmal aufzeigen, wie der Verbinder sich in die Schwelle dreht? Ja, kann ich gerne machen. Das kann ich hier anhand von den zwei Verbinder zeigen. Wir haben ja einmal hier den HCBL. Der hat quasi hier keinen Schraubgewinde. Das heißt, der wird quasi etwas größer gebohrt, dass ich den quasi in die Schwelle reinmachen kann. Er überträgt keinen Schub quasi in beide Richtungen nicht, sondern das ist ein reiner Zuganker. Und hier wird die Last quasi wird nicht in die Schwelle eingeleitet, wie wir es hatten, sondern wird über dieses Stahlblech hochgeführt und quasi über die Ankernägel dann in den Riegel quasi eingeleitet. Das heißt, er kann nur Zug übernehmen quasi und die Toleranz befindet sich quasi, wenn ich das Holzelement in die Bodenplatte koppel quasi am Dübel. Hier ist hier die Toleranz und quasi hier am Loch. Und hier aber beim Schubverbinder, da haben wir ein Holzgewinde und da wird die Last quasi, es wird ein 37er Loch gebohrt in die Schwelle rein und ich drehe dann die Hülse mit dem Schlagschrauber, habe ich hier eine spezielle Aufnahme, die drehe ich dann ins Loch rein und das ist dann schon super passgenau, das heißt das Holzgewinde sitzt exakt im Holz drin sozusagen und überträgt quasi über das Gewinde und über die Lochleibung quasi den Schub in die Schwelle rein. Genau. Danke dir, Markus. Ich glaube, ihr wollt ja weitermachen mit dem HCW-Bemessungsbeispiel und ihr habt es vielleicht gerade auch aufgezeigt, eine Frage, die dazu kommt, wird bei der Bemessung das zusätzliche Biegemoment im Anker berücksichtigt? Könnt ihr das vielleicht nochmal kurz aufzeigen? Das können wir jetzt auch zeigen. Also wir öffnen jetzt einfach mal den HCW. Auch hier haben wir das vorbereitet. Sie können das natürlich erstmal individuell hier wählen. Und beim HCW, wenn Sie dann die Bauteilabmessungen eingegeben haben und auf Zusammenfassung der Bemessungsergebnisse klicken, dann sehen Sie einfach, dass einmal das Stahlversagen ohne Hebelarm, also die reine Beanspruchung des Bauteils nachgewiesen wird. Es wird aber auch das Stahlversagen mit Hebelarm berücksichtigt, also das heißt das Mörtelbett und auch der Konus, in dem das Bauteil eingeführt wird. Das Spiel, um eben die Maßtoleranzen aufnehmen zu können. Und das erzeugt natürlich einen Hebelarm und der wird dann eben auch
in diesem Fall auch maßgebend. Wir sehen hier eine Auslastung von 85%, die dann einfach auch das Bauteil dimensioniert. Und auch dazu vielleicht kurz eine Frage. Kann ich denn das Mörtelbett auch angeben in der Software? Wenn das maßgebend wird, brauche ich da ja sicherlich eine Option, oder? Genau. Also Sie sehen jetzt hier den Ausdruck. Da ist eben der Nachweis mit dem Hebelarm. Hier ist auch nochmal eine Zeichnung dargestellt, die einfach diese Hebelarme definiert oder zeigt, wie die sich diese Hebelarme im Detail aufbauen. Sie können aber natürlich, und das sehen Sie hier in der Software, wir haben jetzt zum Beispiel ein 15 mm dickes Mörtelbett und sehen, der passt immer noch. Ja. Was Sie auch gerade gesehen haben, hier poppt ein Infofenster auf und das gibt Ihnen an, dass die Ankerstange, die wir gerade verwendet haben, nur noch 5 mm Maßtoleranz hat. Also dann wähle ich anstatt eine 200er Ankerstange doch lieber eine 220er, habe ein bisschen mehr Luft auf der Baustelle. Der Hinweis ist weg und dementsprechend sind Sie da auf der sicheren Seite. Also Sie können keine Ankerstangen in der Software auswählen, die geometrisch nicht passen. Also die Software mit jeder Eingabe, die Sie tätigen, wird eine Kollisionskontrolle durchführen, eine Bauteilgeometrieüberprüfung. Das heißt, es werden Ihnen nur die Ankerstangen dargestellt. Hier in dem Fall sind es jetzt hier vier Stück oder vier Verbindungsmittel, die auch wirklich passen. Wenn Sie jetzt, ich sage jetzt mal, ein Mörtelbett haben von 35 mm, wird der Nachweis nicht passen, aber Sie haben nur noch drei Verbindungsmittel als Auswahl, weil eins einfach geometrisch schon rausfällt. So sind Sie immer auf der sicheren Seite, dass Sie auch das passende Verbindungsmittel wählen. Okay, ja, danke, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal mit der statischen Berechnung vom HCW weiter. Eine Sekunde. Wir machen ein HCW auf. Hier sehen wir den HCW. Gleiches Spiel. Sie können oben die Situation wählen. Die passt sich dann eben unten entsprechend an. Ob das ein Wandkopf ist, eine Wand mit, das hatte ich ja vorhin eingangs schon erklärt. Hier ist auch wieder möglich, alle Eingabeparameter anzupassen und dann wird eben der Nachweis dargestellt. Dazu hätte ich eine Frage. Also ich werde immer angesprochen, wie verhält sich das mit den Randabständen, mit dem Sockelaufbau, mit der Perimeterdämmung? Kann ich diese Werte alle eingeben? Kannst du da kurz bitte drauf eingehen? Genau, auch hier ist wieder der Abstand des Ankers zum Betonrand definiert. Der ist jetzt hier in dem Fall mal 100 mm. In unserem Beispiel, wir können ihn natürlich auch reduzieren auf das Mindestmaß. Auch hier wird wieder eine Prüfung gemacht, was ist das Mindestmaß und maximale Maß, sodass Sie nicht in die Gefahr laufen, dass der Verbinder zu nah an der Kante montiert wird und eben nicht der Zulassung entspricht. Hätten jetzt hier eine Überlastung und könnten dann wieder überlegen, spielen wir mit der Verankerungstiefe oder spielen wir vielleicht mit dem Anker, dass wir dort doch einen Klebeanker setzen anstatt einen Spreizanker. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht nur in Holzbeton, sondern eben auch als Holz-Holz-Lösung. Das heißt, in den darüber liegenden Geschossen besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, das eben als an eine Decke anzuschließen, als Holz-Holz-Verbindung. Sie haben die Möglichkeit, die unterschiedlichen Lastrichtungen, sagen wir mal 90 Grad zur Faserrichtung, ändert sich die Zeichnung entsprechend. Zu wählen, wenn Sie zum Beispiel in einen Deckenbalken anschließen, und hier haben Sie eben die gleichen Möglichkeiten, wie schon vorher genannt, einfach das Verbindungsmittel, die Stockschraube und diese Randparameter im Prinzip zu beeinflussen, um die Berechnung optimal für Ihre Zwecke auszulegen. Okay, wunderbar. Dankeschön. Danke an euch beide. Es kamen immer wieder jetzt die Fragen und unterschiedlichen Teilnehmern, was sind denn so die maximalen Kräfte, die aufgenommen werden können. Ich glaube, ich habe jetzt bei ein paar Kunden reingeschrieben, eine pauschale Aussage ist jetzt schwierig zu treffen. Aber wollt ihr dazu noch vielleicht generell ein bisschen was sagen? Ja. Also wir haben natürlich die Werte in der Zulassung, aber das ist genau das Thema. Der Wert der Zulassung betrifft natürlich den HCW, aber wir haben natürlich zum Beispiel auch den Nachweis im Beton, der dann wieder im HST3 geregelt ist. Und da sind natürlich Randabstände, Mörtelbettdicke, Verankerungstiefe spielen eine entsprechende Rolle und können natürlich auch Betonfestigkeit und sowas spielt natürlich alles mit in die Berechnung ein. Also ich sag mal, ein Verbinder
auf Schub vielleicht 10 kN, aber es kann natürlich auch ein Lastfall da sein, wo Sie nur 5 kN übertragen können. Das ist natürlich immer von Ihrer individuellen Situation abhängig. Bin ich mitten in der Betonplatte, bin ich wirklich ganz haarscharf am Rand. Genau. Das ist aber relativ einfach, können Sie mit dem Programm spielen und haben innerhalb von 1-2 Minuten ein Bemessungsergebnis. Und die Forschung geht da auch bei Hilti immer weiter. Das bedeutet, wir rechnen momentan nach den Euro-Codes, aber es gibt auch jetzt schon Überlegungen über Rechenmodelle, wie man einfach zum Beispiel das Mörtelbett auch anders ansetzen kann, sodass man Hebelarme im Beton reduzieren kann, dass man einfach nicht die Rechenmodelle verwendet für Abstandsmontagen von Dübeln, wie sie einfach in der Norm geregelt sind, sondern dass Hilti-spezifische Berechnungsmodelle einfließen und damit die Tragfähigkeit nochmal erhöhen. Genau. Abschließend kann man dazu sagen, dass halt die maximale Lastwerte des Verbindungsmittels, die finde ich in der ETA. Markus, vielleicht willst du das kurz zeigen, wie man von Inch-Tools relativ schnell zu unserer ETA kommt und diese Werte dann auslesen kann. Ja. Also egal welches Modul Sie in Inch-Tools öffnen, finden Sie oben immer so eine kleine Übersicht. Da ist dann im Prinzip beschrieben, um welches Modul es sich handelt. Und hier ist dann zum Beispiel auch immer die ETA hinterlegt. Mit einem Klick auf die ETA haben Sie die ETA direkt parat. Also das heißt, alles, was Sie benötigen, ist in der Software integriert. Wir werden dann auch, wenn die Software, wir sind gerade in der Entwicklung oder in der Weiterentwicklung der Software, dass wir einfach noch zusätzliche Möglichkeiten integrieren und dann werden Sie dort auch die Release-Informationen, was noch zusätzlich dazugekommen ist, finden, neue Sprachen und all diese Dinge, die Brettsperrholz, Themen, die Sie vielleicht eventuell noch interessieren. Und da ist es uns ein persönliches Anliegen. Das ist nicht unsere Software, das ist Ihr Werkzeug, was Sie für die tägliche Arbeit brauchen und benötigen. Und wir schärfen Ihnen das gerne. Geben Sie uns ein Feedback, wo im Prinzip der Bedarf ist. Und wir passen dann die Software entsprechend Ihrer Bedürfnisse an. Genau, okay. Und den Ball greife ich dann gleich mal auf. Markus, schau mir an, wolltest du noch was ergänzen? Nein, oder passt es? Wunderbar, perfekt. Weil ich schaue ein bisschen auf die Uhr und Sie haben sich natürlich Ihre Mittagspause heute auch verdient. Ich hoffe, die Sonne scheint. Wir haben es hier dunkel im Studio, wir kriegen gerade nichts mit von draußen. Aber wir haben auch einige Fragen, die wir jetzt nicht alle direkt beantworten konnten. Die haben wir geparkt. Wir werden Sie natürlich da schnellstmöglich im Nachgang darauf kontaktieren. Und ich hätte eine letzte Frage noch an Sie, die ich jetzt zeige. Natürlich haben wir jetzt die Frage noch offen. Vielleicht haben Sie noch Themen, dass Sie sagen, die Hilti-Technik, wir sollen Sie kontaktieren, wir sollen Sie unterstützen, können Sie abstimmen. Und mich würde interessieren, wie hat Ihnen dieses Webinar gefallen? Welche Themen wünschen Sie sich vielleicht für die nächsten Webinare noch? Wie können wir als Partner noch besser für Sie auftreten, noch Mehrwert bieten mit diesen Webinaren? Geben Sie uns hier gerne Feedback im Chat und stimmen Sie ab. Ich teile diese Umfrage mit Ihnen. Und sonst bleibt mir nichts zu sagen als vielen, vielen Dank von meiner Seite für die tolle Interaktion mit Ihnen und würde zum Schlusswort zu dir übergeben, Henning. Danke, Michael, wie immer für reibungslose Technik und super Koordination. Ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich hier bei den Vortragenden bedanken. Markus, danke, dass du gekommen bist, die Anreise auf dich genommen hast. Auch an dich, Markus, super, vielen Dank für die ganzen anschaulichen Praxisbeispiele. Gerne. Markus Reimann, du hast es vorhin angesprochen, es gibt noch einen kleinen Ausblick. Was erwartet uns noch in Zukunft in Inch-Tools? Wir werden eine weitere Stockschraube einbinden und dort auch mit kürzeren Einbindetiefen rechnen können. Wir wollen mit den Verankerungstiefen noch mehr spielen, ihnen noch mehr Flexibilität geben, das Maximale aus dem Verbindungssystem herauszuholen. Und auch, weil wir das mehrgeschossige Bauen natürlich im Blick haben, Thema Schwellenpressung nachweisen können. Das wären so einige Ausblicke, wo wir jetzt schon dran arbeiten und die wir dann in Kürze, wie von Markus angesprochen, mit neuen Release Notes dann veröffentlichen werden. Ich möchte auch noch mal ganz kurz hinweisen, abschließend, es folgen weitere spannende Webinare in den nächsten Wochen zum Thema Holzbau. Wir werden einmal noch mal das Thema Brandschutzlösungen im Holzbau aufzeigen und hier auf langjährige Prüfungen und aktuelle Gutachten von Hilti hinweisen, die jetzt vielleicht für die Tragwerksplaner noch nicht ganz so relevant sind, aber vielleicht für den einen oder anderen Zimmerer, der heute mit dabei ist. Und dann auch Anfang Juli das neue Hilti Holzbauschraubenportfolio vorstellen und welche Details hier für die Bemessung zu berücksichtigen sind. Falls Sie uns nicht digital treffen wollen, sondern das nächste Mal in persona, wir sind Anfang Juli auf dem Deutschen Holzbaukongress in Berlin.
würde mich freuen, wenn wir Sie dort am Hilti-Stand begrüßen dürfen und möchte mich hiermit erstmal ganz herzlich für Ihre Teilnahme beim Webinar bedanken, Ihnen einen schönen Tag wünschen und bis in Kürze. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.